So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir den Königshafenpass abgeschlossen, haben dort ja für die ganze Folge verbringen dürfen, weil das wieder sehr toll gewesen ist, beziehungsweise habe ich mich wieder angestellt wie das erste Auto. Und in der heutigen Folge werden wir uns die Akademie der Illumination anschauen. Genau. Illumination, ein sehr schwieriges Wort für mich. Heil euch, mächtige Kriegerin! Ja. Seid gegrüßt, müde Reisende. Sucht ihr die fackelerhellten Hallen von Sovngarde? Noch nicht. Ihr werdet noch einige Sachen zu tun finden. Nur schmächtige Elfen und weißhaarige Zauberer wohnen an diesem Ort. Ich will zur Walbeinbrücke und zu uns großer Herausforderung. Schließt euch mir an. Schwächliche Elfen? Ich glaube, ihr seid etwas verwirrt. Warum sprecht denn wie ein Nord? Verwirrt? Bah! Ihr klingt ja wie dieser schmächtige Magier Erodil. Mein Weg ist klar. Ich muss mich in die Heimstatt meiner geehrten Ahnen begeben. Meinen Bart in Met baden und das Schlachtlied des Schildhahnes singen. Das ist ein bisschen rassistisch, dass man solche Vorteile hat. Sonst schmeckt ihr himmelsgeschmiedeten Stahl. Wo kann ich diesen Elfen Erodil finden? Ihr wollt euch mit diesem Zauberer mit den Steckenbeinen unterhalten? Na gut. Ihr findet ihn im Innenhof dieser protzigen Elfenhalle auf dem Hügel. Doch jetzt entschuldigt mich. Ich muss zu meinem Abenteuer zurückkehren. In Ordnung, ich werde nach Erodil suchen. Viel Glück. Aber dann müsst ihr euch auch so kleiden wie ein Nord. Und wie kommen wir jetzt dorthin? Bestimmt über die Treppen. Oh, was ist denn das Schönes drüben? Ach so, das ist Wolkenruhe. Ja, nein. Das sieht ja schön aus. Oh. Nein, diese ist nicht zum Essen da. Er hat diesen gefunden. Rettet euch. Okay, alles klar. Was macht ihr da? Hört sofort auf mit dem Unsinn. Unglaublich. Beim Auge des Magnum noch eine. Das ist ein sehr überzeugendes Kostüm. Was sollt ihr denn darstellen? Eine galante Heldin? Trinimag in Verkleidung? Wartet, ihr seid keine meiner Klassenkameradinnen. Ihr seid eine echte Heldin, oder? Ja. Aureel sei Dank. Ich brauche eure Hilfe. Was ist denn los? Es könnte sein, dass ich eine mächtige Verzauberung auf die Akademie gewirkt habe. Rein aus Versehen natürlich. Es gibt da dieses Buch, das Illuminus. Ich habe nur einen ganz kurzen Blick hineingeworfen. Wirklich kaum mehr als ein Blinzeln. Eigentlich nicht der Rede wert. Na schön, was hat dieses Buch gemacht? Es hat meine Klassenkameraden verrückt gemacht. Vorher waren sie durchaus bei Verstand, aber nun scheinen sie besessen zu sein von Figuren aus Romanen und Geschichten. Sie grunzen wie die Schweine, laufen vor Katzen davon. Es ist der reinste Irrsinn. Ich habe aber eine Ahnung, wie man das ändern kann. Doch dafür brauche ich Hilfe. In Ordnung, ich werde euch beim Aufheben dieser Verzauberung helfen, aber ich brauche mehr Einzelheiten. Was genau ist geschehen? Als ich das Buch aufschlug, das Illuminus, gab es einen hellen Lichtblitz und ein tiefes Knurren. Oder vielleicht ein Gähnen? Als ob ein großes Tier aus tiefem Schlaf erwacht wäre. Ursprünglich war es dicht mit Text beschrieben, doch jetzt werft selbst einen Blick hinein. Ja, lass mich das Buch mal sehen. Ich stelle das da drüben hin. Ist ja leer. Seht ihr? Es ist leer. Als ob die Worte einfach von der Seite gehuscht wären. Ich dachte mir, dass die Verzauberung die Worte vielleicht unsichtbar gemacht haben könnte, weshalb ich versucht habe, den Effekt umzukehren. Ich habe Schaulinsen und Welkünd-Offenbarungssteine ausprobiert. Sogar ein bisschen Zitronensaft. Nichts. Brauchen wir den Inhalt des Buches, um dieses Problem zu lösen? Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe es jedenfalls nicht. Die Worte sollen sich ins Vergessen tanzen, was mich angeht. Wir sollten uns auf die eigentliche Verzauberung konzentrieren.
Wenn wir meine Freunde aus ihrem Griff holen können, können sie uns vielleicht ein paar Hinweise geben. In Ordnung, lasst uns eure Freunde finden. Muss ich hin, beziehungsweise ihm erstmal folgen, okay. Was macht die? Und was sollen die jetzt hier darstellen? Das Runde? Warum seid ihr immer noch hier? Gladir, wo in Tamriel wart ihr nur? Ich sagte euch doch schon, Gladir ist fort. Ihr seid so langweilig, Erodil, so öde. Na, dafür besteht keine Veranlassung. Ich weiß, dass es nicht so wirkt, aber Gladir ist meine beste Freundin. Sie war bei mir, als ich das Illuminus aufschlug. Und jetzt ist sie... Nun, offen gestanden habe ich keine Ahnung, was sie ist. Die Durchführung dieses Plans wird schwerer werden, als ich dachte. Und wie lautet der Plan genau? Richtig, entschuldigt. Soweit ich das erkennen kann, halten sich alle für Figuren aus verschiedenen Büchern. Wenn wir herausfinden können, welche Rollen sie angenommen haben, können wir sie vielleicht mit einer Liste dazu bringen, etwas zu tun, was dieser Rolle zuwiderläuft. Und das wird die Verzauberung aufheben? Vielleicht. Es ist immerhin ein Anfang. Ihr könnt doch nicht von mir erwarten, dass ich alles weiß. Doch. Um Maras Willen, ich bin doch erst im 14. Jahr. Ich fange mit Gladir an. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich keine Ahnung habe, welche Figur sie da verkörpert. Ihr solltet nach welchen von den anderen suchen. In Ordnung. Nach wem suche ich? Ich glaube, ich habe Pavo drüben an der Ostmauer gesehen. Er schnorrte in der Gegend herum. Tanelven war im Lehrgarten. Sah aus, als würde sie jemanden verhören. Und ich habe Selinia von oben auf der Mauer rufen hören. Sorgt dafür, dass sie nicht runterfällt. Warum habt ihr das Illuminus überhaupt aufgeschlagen? Würdet ihr mir glauben, wenn ich sage, es geschah aus gelangweilter Neugier? Nein? Schön. Ich habe es mir aus dem Librarium Kamlehal ausgeliehen, um Gladir zu imponieren. Libraria Kamlehal? Was ist das? Die, Bibliothek des kreischenden Schreckens. Ihr habt ein Buch von einem Ort gestohlen, den man die Bibliothek des kreischenden Schreckens nennt? Ausgeliehen. Ich hätte es doch zurückgebracht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, warum wir überhaupt eine Bibliothek des kreischenden Schreckens haben. Um Auriels Willen, das hier ist doch eine Schule. Ich wollte doch einfach nur Gladir beeindrucken. Ich dachte, wenn ich ihr das Buch zeige, hält sie mehr von mir. Wenn das hier eine Schule ist, wo sind dann die Lehrer? Was glaubt ihr denn? Die spielen genauso verrückt wie der Rest meiner Klassenkameraden. Ich bin sofort zum Rektor gelaufen, als ich erkannte, was da geschehen war. Doch als ich bei ihm ankam, stand er auf seinem Schreibtisch und schwang einen Besen durch die Luft, als wäre er ein orkisches Hackebeil. Wenn auch eure Lehrer betroffen waren, warum dann nicht auch ihr? Ich habe mich genau das Gleiche gefragt. Ganz im Ernst, nichts an mir ist bemerkenswert. Das sagen alle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich über irgendeine besondere Eigenschaft verfüge, die mich immun macht. Vielleicht habt ihr eine Eigenschaft, derer ihr euch nicht bewusst seid. Ich schätze, das wäre schon möglich. Meine Mutter sagte immer, ich wäre etwas ganz Besonderes. Das sagen alle Mütter. Ich war schon immer gut im Puzzeln und im Papierfalten. Glaubt ihr, das könnte irgendetwas hiermit zu tun haben? Vielleicht. Bemerkenswert. Alle sagen immer, ich wäre so öde. Aber seht ihr? Stille Wasser sind tief. Könnt ihr mir ein bisschen was über diesen Ort erzählen? Ja, natürlich. Große Güte, wir hatten ja kaum die Gelegenheit, das anzusprechen. Ja. Das ist die Akademie der Illumination. Eine Heimat für Dicht- und Erzählkunst, sowie nahezu vergessene Lieder. Unsere Bibliotheken enthalten sämtliche Geschichten von Sommers End. Wir sind ihre Hüter, könnte man sagen. Dann seid ihr also Bibliothekare? Nun werdet doch nicht so rüde. Wir ordnen diese Geschichten nicht nur, wir studieren sie und fertigen Abschriften von ihnen an, um alten Erzählungen neues Leben einzuhauchen. Lieder, Theaterstücke, Romane, wir wissen sie alle zu schätzen. Meine Klassenkameraden tun das natürlich gerade ein bisschen zu viel. Womit befasst ihr euch im Besonderen? Ich befasse mich besonders mit weniger bekannten Werken, zumeist Theaterstücke. Tuldinderies Schriften zum Beispiel, die sind sehr dicht erzählt. Unfassbar viel verborgene Erzählstränge. Ein reichhaltiger Subtext, versteht ihr?
Die meisten Leute machen einen Bogen um Tuldinderils Werke. Sie finden, sie sind... Langweilig? Ich hätte jetzt trocken gesagt. Aber ja, langweilig. Sie wissen nicht, was sie verpassen. Oh, wie Franz Erzählungen Kafka. Voller Abenteuer und Torheiten sind ja schön und gut. Aber wenn man das Dasein als Altmeer ganz durchdringen will, findet man niemand Besseren als Tuldinderil. Wenn das ja eine Schule ist, wo sind dann... Ach so, ja, das hatte ich ja schon. Gut, dann wollen wir mal uns um diese Leute kümmern. Ich will mal kurz zu den Hühnern gehen. Der Unterricht beginnt! Das ist ja niedlich! Die Legende der Geisterschlange hatten wir die nicht in Stein... Nee, die Scharn. Hilf doch bitte einer armen Seele wie mir. Oh, bitte, wir die Scharn gefunden. Gute Frau, habt ihr eine Münze für einen elenden Bettler? Ihr seid kein elender Bettler. Ihr seid das Opfer einer Verzauberung. Oh, aber ich bin elend. Seht ihr nicht meine dreckigen Fingernägel? Meine eitrigen Geschwüre? Ich bin ein Opfer, das ist wahr. Ist das eure inneren Werte, aber nicht die ihr da Verzauberung. Nein, ich bin verflucht worden. Fragt mich nicht nach meinem Namen. Ich habe keinen. Doch, Pablo ich Maria. Ich habe nur eine Geschichte über Stolz und Trauer. Könnt ihr mir diese Geschichte erzählen? Ich habe nicht das Herz, sie laut auszusprechen. Ein grausamer Schreiber brachte mein Leid schon zu Papier. Doch ich kann die Lektüre nicht ertragen. Das ist nicht nur eine Fabel. Es ist mein Leben. Lest die Geschichte, wenn ihr müsst. Aber bitte erspart mir den Schmerz, sie hören zu müssen. Ich werde diese Geschichte finden. Der Bettlerprinz ist das doch bestimmt, oder? Seid ihr zurück, um noch einmal einen Blick auf namenlose Sorge zu werfen? Dann schaut gut her. Ihr habt einen Namen, Almos, der Bettlerprinz. Almos. Ein Name, der selbst das steinernste Herz erweichen kann. Nach 69 Goldmünzen. Die meisten Leute bemerken uns niedere Bettler nicht einmal. Geschweige denn, dass sie unsere Namen kennen. Ich danke euch dafür. Aber Namen füllen keine leeren Bäuche. Bitte, Gnade, habt ihr eine Münze über? Na schön, hier habt etwas Gold. Was für eine Großzügigkeit. Mara segne euch. Okay, nein, ich weigere mich. Nein, das könnt ihr nicht machen. Doch. Kein Sterblicher hat je meinen elenden Zustand gesehen und war nicht vor Mitleid gerührt. Oder seid ihr vielleicht gar nicht sterblich? Nicht ihr seid mehr es, nicht wahr? Gesegnete Namira, ihr seid zurückgekommen, um mich von meinen Qualen zu erlösen. Wovon sprecht ihr? Oh, große Namira, süße Fürstin der Verwesung. Ich dachte schon, ich würde euch nie wiedersehen. Bitte befreit mich von euren Gaben. Ich kann sie nicht mehr ertragen. Ja, ich bin es, die Dietrische Fürstin Namira. Ich habe mich entschieden, meine Gaben von euch zurückzuholen. Oh, vielen Dank. Mein Dank kennt keine Grenzen. Ich werde euch aus meinen Fängen lassen. Macht alles rückgängig. Ich flehe euch an. Ja, ich spüre... Habe ich einen riesen Zauberstab? Ich spüre keinen großen Unterschied. Was ist denn los? Das war es schon? Ich fühle mich überhaupt nicht geheilt. Ich fühle mich noch so wie vorher. Ich bin verwirrt. Das liegt daran, weil ihr überhaupt keine Krankheiten hattet. Ihr seid nicht der Bettlerprinz, ihr seid Pavo. Nein, nein, ihr müsst euch irren. Schaut doch. Ich bin in Lumpen gehüllt und von Geschwüren überzogen. Schaut mich nur an. Schaut. Oh, halt. Was mache ich hier? Wer seid ihr? Oh, jetzt habe ich selber gerade richtig geschlafen. Ihr standet unter einem mächtigen Illusionszauber. Ich helfe Erodil dabei, einen Weg zu finden, wie man ihn aufhebt. Erodil? Ja, ich erinnere mich. Mein altbackener, langweiliger Freund. Ich sollte nach ihm suchen. Vielleicht kann ich helfen. Ja, er ist in der Mitte des Innenhofes. Ich werde dich begleiten. So, Erodil, ich habe mich um einen gekümmert. Wie sieht's bei euch aus? Da seid ihr ja. Ich habe wunderbare Neuigkeiten. Vielleicht. Das Buch, es hat sich verändert. Was meint ihr damit, das Buch hat sich verändert? Ich hatte das Buch gerade wieder untersucht, um nachzuschauen, ob ich irgendetwas übersehen hatte. Dann erschienen vor meinen Augen Textzeilen auf der Seite.
Ich habe Pavo dabei geholfen, sich daran zu erinnern, wer er ist. Vielleicht hat sich das auf das Buch ausgewirkt. Ich weiß, er ist gerade zurückgekehrt. Wie habt ihr das geschafft? Ich habe ihn davon überzeugt, dass ein dädrischer Fürst ihn von einem schrecklichen Fluch befreit hat. Nun, das ist zwar schon etwas sehr Konkretes, aber ich bin froh, dass mein Plan aufgegangen ist. Das kann kein Zufall sein. Das muss es gewesen sein, was sich auf das Illuminus ausgewirkt hat. Schaut es euch nur mal an. Gut. Was immer Besitz von Gladia ergriffen hat, ist eindeutig wenig erfreut. Ich bereite ihr wirklich ungern noch mehr Kummer. Aber ich glaube, wir sollten weiter meine Freunde befreien. Was kommt als nächstes? Ihr habt Pavo gerettet. Gut gemacht. Ihr solltet die anderen suchen. Vielleicht könntet ihr auch als nächstes Tanelven helfen. Sie verhört zwei meiner Schüler im Vorlesungsgarten. Okay. Kein Problem. Hat er gerade Schüler gesagt? Ist doch gar kein Diese Lehrer. Diese Meere mögen trügerisch wirken, aber fürchtet euch nicht. Selbst die Winde des Ozeans erbeben beim Anblick von Kapitän Werhai. Naja. Einer von euch ist der Dieb. Ich knacke den Fall noch. Wo ist es, Burmeisterin Bala? Ah. Hallo. Seid mir vorsichtig da, meine Freundin. Hier treibt ein Dieb sein Unwesen. Einer dieser beiden Skampen ist das Verbrechergenie hinter einem halbgaren Komplott zur Entwendung eines Kuchens. Meines Kuchens, um genau zu sein. In der Blüte seines leckeren Daseins einfach verschlungen, während ich ihm kurz den Rücken zuwandte. Ein Kuchen? Seid ihr Bäckerin? Oh, große Güte, nein! Ihr erkennt doch sicher die schlaueste und kurvenreichste Ermittlerin Tamriels. Ihr müsst offenkundig bei der Lektüre über meine Eskapaden kräftig aufholen. Ein paar kluge Schreiberlinge haben einige von ihnen zu Papier gebracht. Hier sollte irgendwo eine Ausgabe davon zu finden sein. Ich werde sie finden. Ach so, habe ich ja schon. Mittleren Wala. Mittleren Wala. Und? Habt ihr die Lektüre über meine Heldentaten beendet? Natürlich. Beeindruckend, was? Aber ja, dann seid ihr also Ermittlerin Wala. Ja. Ermittlerin Wala zu euren Diensten. Habt ihr einen verblüffenden Kriminalfall zu melden? Nun, ich werde euer kleines Problem schon rasch lösen. Als erstes muss ich den Kuchenklauer mit den klebrigen Fingern enttarnen. Es ist ganz klar einer von den beiden hier. Seid ihr sicher? Was? Natürlich bin ich das, Dummerchen. Ich weiß, dass dies dem durchschnittlichen Bürger wie ein nicht zu lösender Kriminalfall erscheinen muss, aber für mich ist die Sache ganz klar. Einfach ausgedrückt. Ich irre mich nie. Habt ihr irgendwelche Beweise? Beweise? Na, aber natürlich habe ich Beweise. Ich will nur, dass diese beiden sich noch ein bisschen länger am Haken winden. Ich werde die Identität des Diebs schon noch früh genug enthüllen. Okay. Ja! Ihr bürdet diesen ohnehin schon gebeugten Schultern noch größere Lasten auf? Ich habe keine Kuchen gestohlen. Und nun fort mit euch, sonst lasse ich euch in den Kerker werfen. Wer hat Mittleren Walas Kuchen gestohlen? Kuchen? Ach, ich kann mich nicht mit derlei Kleinigkeiten aufhalten. Ich habe ein Königreich, auf das ich aufpassen muss. Aha. Und ein pflegelhaftes Kind zu bändigen. Ich habe keinen Kuchen gestohlen. Das war ganz klar der Pirat dort drüben. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Ich habe nicht gesehen, wie sich der Strolch entfernt hat. Wenn ihr nicht gesehen habt, wie der Pirat gegangen ist, wie könnt ihr da sicher sein? Was? Ihr wollt mir weismachen, dass sich Ermittlerin Wala hier geirrt hat? Lächerlich! Der Pirat ist der Schuldige. Schaut euch doch bloß die ganzen Krümel an. Nur ein Seemann ohne Tischmanieren würde so eine Sauerei machen. Krümel? Ja, seht doch! Sie sind überall! Sie bilden anscheinend eine Spur ins Gebüsch. Warum sich dieser Tunichtgut in die Büsche geschlagen hat, weiß ich nicht. Aber man kann ja auch nicht erwarten, dass eine müde Monarchin die Gedankengänge eines Verbrechers nachvollzieht. Okay. Ich muss mit ihm auch nochmal reden. Ahoi! Was geht ihr denn so frech bei mir längsseits, wie diese neugierige Maid? Ich kann mit euch Landratten nix anfangen. Wenn ihr den Kuchen nicht gestohlen habt, wer war es dann? Diese aalglatte Bretonin muss in sich genommen haben. Glaubt mir, ich erkenne eine Diebin, wenn ich eine sehe. Und dieses kleine Luder ist so schuldig, wie man es sich nur vorstellen kann. Muss aber mächtig flink sein. Ich habe die Halunken kaum aus den Augen gelassen.
Und diesen Augen entgeht nie etwas, wisst ihr? Wenn ihr die Bretonin die ganze Zeit über beobachtet habt, ist es dann nicht möglich, dass sie unschuldig ist? Nein, das ist nicht möglich. Ermittlerin Vala meinte, einer von uns beiden wäre der Täter. Und ich bin es nicht. Die da ist so gerissen wie ein einäugiger Hai. Vala liegt nie daneben. Nie! Ist euch irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen, bevor der Kuchen verschwand? Ich sah aus den Augenwinkeln braunes Fell vorbeihuschen. So geschwind wie ein Delfin im Kielwasser. In Richtung der Hecke, glaube ich. Ihr meint aber nicht, dass diese Bretonin eine Werwölfin ist, oder? Nein, denke ich nicht. Oh, wo sind denn jetzt die Stufenkrümel? Irgendwo hier im Gebüsch, hatten sie ja gesagt. Oh. Ein Hund hat den Kuchen genommen. Und Ermittlerin Wahl hat sich geirrt. Ah, ihr seid gerade rechtzeitig gekommen, um zu sehen, wie ich den Backwarendieb enttarne. In Ordnung, wer ist der Schuldige? Es liegt auf der Hand, dass der Schuldige niemand anderes als dieser Pirat dort drüben ist. Die Aussage des Seeräubers war sehr farbenprächtig und nannte auch die genaue Sorte des Kuchens, was nur jemand wissen kann, der von ihm gekostet hat. Noch ein verblüffender Fall abgeschlossen. Beeindruckt? Nicht so recht. Ich habe das hier neben einen vollgefressenen Hund gefunden. Ein Hund? Natürlich! Das Fell, die Krümel. Wie konnte ich das übersehen? Das war so offensichtlich. Nein, das stimmt nicht. So geht die Geschichte nicht. Ich bin Ermittlerin Vala. Ich liege nie falsch. Doch. Wartet, ich höre einen Namen. Wer ist Tanelven? Ich bin so verwirrt. Ihr seid Tanelven. Ihr wart das Opfer einer Verzauberung. Erodir wartet auf den Innenhof auf euch. Ja, ich erinnere mich. Dieses verdammte Buch, das Illuminus. Das ist schuld an allem, oder? Ja. Ich gehe jetzt nach Erodil schauen. Auriel weiß, dass er meine Hilfe brauchen wird. Danke, meine Freundin. Eine sinnliche Detektivin zu sein, war unangenehm. Gern geschehen, ich begleite euch. Mal sehen, ob Erodil schon eine Lösung hat. Heißt das, wir haben Ärger? Ich weiß es nicht, aber jetzt habe ich Hunger. Na, dann könnt ihr ja den Kuchen vom Boden auflesen. So, Erodil. Ich habe noch jemanden aus seiner Verzauberung geholt. Noch eine geglückte Rettung? Allen guten Mächten sei Dank. Ich habe den Einfluss des Illuminus auf Tanelven gebrochen. So viel hatte ich schon vermutet. Perfekt. Wir sind da wirklich etwas auf der Spur. Wenn ihr jemanden rettet, erscheinen neue Abschnitte im Buch. Es ist fast so, als ob ihr eine neue Geschichte schreibt. Faszinierend. Und mehr als nur ein bisschen verstörend. Schaut es euch nur an. Okay, mach ich. Gladius' Rolle scheint noch enger an das Illuminus gebunden zu sein, als die der anderen. Aber ich habe es immer noch nicht geschafft, ihre Figur zu identifizieren. Wir machen allerdings Fortschritte, glaube ich. So, was kommt als nächstes? Die Befreiung meiner Freunde hat die Macht, die hinter all dem steht, eindeutig wütend gemacht. Wenn das Illuminus wütend genug wird, offenbart sich eben jene Kraft vielleicht. Das klingt nach einem Plan, oder? Das war nicht rhetorisch gefragt. Ist das... Das ist ein schrecklich schlechter Plan, oder? Wir werden sehen. Wer kommt als nächstes? Habt ihr Selenia noch nicht gefunden? Schaut auf den Mauern der Akademie nach. Ich dachte, ich hätte sie dort oben gesehen. Es ist schon ironisch. Sie hasst normalerweise Höhen. Schafft sie hier runter. Vielleicht kommen wir hier dann noch etwas weiter voran. So, dann müssen wir uns hier hinbegeben. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir auch Gladia oder Gladira und wie Roma die Tante heißt, rein müssen oder eher nicht. Oh, wir schauen uns trotzdem noch einmal hier um. Haben auch wieder ein neues Buch entdeckt.
War auch irgendwie ein bisschen komisch, hier sein Bett zu haben, wenn man einfach hier durchgehen kann. Oh, macht schon, springt! Ich will sehen, ob ihr abprallt. Ja, ich zeige es euch. Nein. Ja, ich habe keine Angst. Nein. Machen wir nicht. Hallo, seid ihr gekommen, um euch mir bei meinen Abenteuern anzuschließen? Oder vielleicht wollt ihr mich auch nur schelten, wie die fiesen alten Arbeiter? Ich hoffe nicht. Ich könnte eine neue Spielkameradin gebrauchen. Fackelkäfer ist lustig, aber auch ein bisschen seltsam. Wer ist Fackelkäfer? Er ist mein bester Freund. Gleich da drüben, seht ihr? Er hat immer die lustigsten Einfälle, aber manchmal sagt er Sachen, bei denen sich mir der Panzer kräuselt. Er ist allerdings immer für ein Abenteuer zu haben. Es ist so langweilig, in den Minen herumzusitzen. Ich verstehe, wenn er Fackelkäfer ist, wer seid denn ihr? Ein Spiel! Ein Ratespiel! Ja, hier sind ein paar Hinweise. Ich habe 8 dürre Beine, süße Beißwerkzeuge und einen großen Abenteuerdurst. Eine Spinne? Steht ihr auf dem Schlauch? Ha! Es gibt ein Buch, das euch weiterhelfen könnte. Es muss hier irgendwo sein. Ich werde es finden. Oder der tapfere kleine Skript, würde ich sagen. Und? Könnt ihr erraten, wer ich bin? Ja, ihr seid der tapfere kleine Skript. Ja, ja, ihr habt es. Ich bin der furchtloseste Abenteurer auf 8 Beinen. Nichts macht mir Angst. Gar nichts. Wirklich? Ihr habt vor gar nichts Angst? Vor überhaupt nichts. Nicht einmal vor diesen großen, haarigen Spinnen aus dem Garten. Vor denen schon mal gar nicht. Ein Skrip fürchtet sich nicht vor Spinnen. Kein Stück. Okay, das werden wir sehen. Dann werde ich jetzt ein kleines Bienchen einfangen und dann werden wir mal schauen, ob sie wirklich vor gar nichts Angst hat. So, wo haben wir denn? Eine Spinne. Ach, da laufen sie ja schon. Und laufen so viele Spinnen hier rum. Ein kleines bisschen irritierend. Denke ich nämlich gleich an Mephala. Ich hoffe nur, die springen jetzt nicht runter. Die ist wieder weg. Oh, nicht ihr schon wieder. Doch, ich bin schon wieder und ihr werdet gleich auf Runde geschmissen. Ist das eine Spinne? Oh, nein, nein, weg mit ihr. Pfui, widerliche Kreaturen. Halt, wo wollt ihr? Ach, jetzt habt ihr es ruiniert. Ja, wollt ihr die einfach zum Springen bringen? Was ist denn los? Das war nur eine Spinne. Hier ist etwas falsch. Ich bin tapfer und furchtlos und... Was ist mit mir geschehen? Wo bin ich? Mara, steh mir bei. Waren wir oben auf den Mauern? Ja, ihr wart unter dem Einfluss einer Illusionsverzauberung. Erodil hat mich geschickt, um euch zu helfen. Erodil? Pah! Das war das verdammte Buch, nicht wahr? Das Illuminus. Ich sagte ihm noch, dass er es in Ruhe lassen soll. Aber er musste ja eine große Schau für Gladia abziehen, oder? Können wir diese Unterhaltung etwas dichter am Boden fortsetzen? Mir ist immer noch schwindelig. Sicher, Erodil studiert das Buch unten im Hof. Ihr meint, dass er immer noch damit herumspielt? Bei CNs Preis. Wir sollten lieber darunter gehen und uns vergewissern, dass er nichts Törichtes anstellt. In Ordnung, ich folge euch auf dem Fuße. Beziehungsweise, es ist mir egal. Ich weiß ja, wohin ich gehen muss. Oh. Komme ich wieder hier hoch? Ja. Da seid ihr ja. Gladia ist weitaus weniger fröhlich. Und das Buch hat sich wieder verändert. Ich glaube, wir nähern uns der Entscheidung. Wie ist die Lage? Jedes Mal, wenn ihr jemanden zurückbringt, wird Gladius' Verärgerung größer. Es fing als einfaches Schnaufen und Murmeln an. Aber jetzt, sie schäumt fast schon vor Wut. Außerdem gibt es noch einen Eintrag im Buch. Es ist,
Nun, schaut es euch selbst an. Sicher, ich werf meinen Blick darauf. Genug davon! Ihr, oh, ich habe wirklich so langsam genug von euch. Meine Geschichte war perfekt. Perfekt! Und jetzt habt ihr sie versaut. Das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Es reicht, letzte Chance. Wer seid ihr? Oh, so viel Stolz, so viel Aufschneiderei. Ihr werdet wirklich eine famose Figur für meine Geschichte, wenn ihr euch nicht so sturköpfig einmischen würdet. Mein Name ist nicht wichtig. Das Stück spielt die Hauptrolle. Die Geschichte. Das wisst ihr inzwischen sehr gut. Ihr habt es ja die ganze Zeit gelesen. Also ist es Illuminus eure Geschichte? Ja, und es wäre eine wesentlich bessere Geschichte ohne euch darin. Ohne irgendeinen von euch. Ihr seid langweilig. Gewöhnlich. Ich brauche bessere Musen. Die Bibliothek. Ja, da gibt es wunderbare Bücher. Ich werde sie verwenden, um eine wahre Geschichte des Grauens zu spinnen. Halt, keine Bewegung. Ihr verdient dieses Buch nicht. Es ist meins. Gladir, wartet! Zum Schimmelfahren oder irgendwas in der Richtung? Sie ist verschwunden. Oh, was für ein Pech. Wo ist sie hin? Sie sagte, dass sie Geschichte in der Bibliothek auftreiben will. Nun, das ist weniger gut. Sie spricht vermutlich über das Magazin unter der Halle der Illumination. Wenn sie für Ärger sorgen will, gibt es dort mehr als genug Geschichten, die dafür genau richtig sein dürften. Ihr müsst euch beeilen. Lasst sie nicht entkommen. Ja, ich bin ja schon dabei. Wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie groß das ist, weil sonst würde ich das vielleicht in der nächsten Folge dann abschließen, weil sonst würde die Folge ziemlich lang werden. Eine Art seltsames Wassertier? Wir hatten auch sehr viel Dialog in dieser heutigen Folge. Gibt da ein Buch? Oh, das käme ja vom Charlidor. Der Charlidor von Chirgurat. Die Bücher auch immer durch die Luft. Ach, was ist das für eine Sauerei? Ja gut, da würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge das einfach abschließen werden. Und werden einfach mal schauen, wohin die Reise noch führen wird. Weil wir haben hier oben rein theoretisch noch was, aber ich weiß nicht, ob das auch irgendwelche besonderen Orte sein werden. Oder ob... Gut, hier haben wir noch eine Stadt. Aber wir werden uns einfach mal überraschen lassen, was hier oben bzw. hier noch auf uns wartet. Und werden dann hoffentlich diesen Zauber ein für alle Mal brechen. Und vielleicht wird Erodir auch daraus lernen, seine Nase nicht in solche Bücher zu stecken. Und ja, ich hoffe, euch hat diese heutige Folge gefallen. Und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.